Ja, herzlich willkommen. Ich habe viele Jahre mit Menschen in veränderten Bewusstseinszuständen gearbeitet und wie ich heute schon im Healers Forum gesagt habe, habe ich irgendwann festgestellt, dass es häufig gar nicht so sehr darum geht, neue Zustände zu induzieren, sondern häufig geht es eher darum, die bestehenden bewusst zu machen und möglicherweise zu unterbrechen. Oder Fritz Perls hätte pragmatisch gesagt, auszukotzen. Ja, also was nicht mehr zu einem gehört. Also wer mal sowas wie so ein Ayahuasca-Ritual erlebt hat, hat vielleicht so eine grobe Idee, was ich meine. So, ja, gut. Jetzt muss ich immer hier so ein bisschen hin und her mit dem draufklicken. Es ist, ja. Also Freiraum, das ist mein Institut, was ich 2005 gegründet habe. Und der Schwerpunkt ist eben, wie gesagt, auf der Potenzialentfaltung von Menschen. Idealerweise die volle Potenzialentfaltung. Ich weiß, die Latte hängt dann ziemlich hoch. Ich glaube aber, dass es durchaus möglich ist. Und ich sehe, ich will nicht sagen, ich hätte mein volles Potenzial ausgeschöpft, aber ich kann zumindest, jetzt habe ich so ungefähr 20 Jahre eigene Entwicklung an mir vollzogen, habe vielleicht so ein Haus investiert in diese eigene Entwicklung, also andere haben in der Zeit ein Haus gebaut und so weiter. Ich habe das in Eigenausbildung und Eigentherapie investiert und ich kann für mich nur sagen, es geht und jeder kann auch weit über diese Grenzen, die er sich irgendwann mal gesetzt hat, diesen Käfig, den er sich gebaut hat oder der ihm gebaut wurde, darüber hinaus gehen, hinauszeichnen. Ja, so. Ich bin auch eben im Bereich Dachverbandsarbeit tätig und bin da bei dem Europäischen Dachverband für Transpersonale Psychologie im Board der Direktoren tätig und wir veranstalten da jedes Jahr zum Beispiel einen internationalen Kongress. Der nächste ist in Prag von Stanislav Grof initiiert und letztes Jahr war er am Schwarzen Meer und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich St. Petersburg sein. Also da passiert auch ganz viel international momentan in diesem Bereich. Wie bitte? Ja, genau, der organisiert das. Genau. Ja. Besuche ich demnächst. Genau, gut. Wenn man das volle Potenzial anschaut, dann kommt man nicht um Maslow herum. Maslow ist einer der wesentlichen Begründer der humanistischen Psychotherapie gewesen und Psychologie und auch einer der wesentlichen Mitbegründer der transpersonalen Psychologie. Sind allen diese Begrifflichkeiten bekannt? Sonst sage ich mal eben zwei, drei Sätze dazu. Okay, sage ich mal was dazu. Okay, also da muss man gucken, wie war die Situation so Mitte des letzten Jahrhunderts in der Psychotherapie und Psychologie. Das heißt, da hatten wir vornehmlich zwei Strömungen, also die tiefenpsychologisch-analytischen Ansätze und die verhaltenstherapeutischen Ansätze. Und die waren zu dem Zeitpunkt noch sehr stark reduziert auf ein, ich sag's mal, sehr Reizreaktionsschemata mechanistisches Menschen- und Denkbild vom Menschen. Rein dieses Belohnungs-Bestrafungssystem, also Futter rein oder Stromschlag rein, ja, für nicht gewollte Sachen. Und der Maslow hat eben als einer der ersten ganz prägnant vertreten, der Mensch ist mehr als die Summe der Teile. Der Mensch ist, ist ein ganzheitliches Wesen voller Ressourcen und Möglichkeiten, auch so ähnlich wie Milton Erickson das auch gesehen hat oder wie der Fritz Perls von der Gestalttherapie oder der Carl Rogers von der klientenzentrierten Therapie. Man muss sich überlegen, dass zu dem Zeitpunkt es häufig undenkbar war, dass ein Therapeut sich mit einem Klienten gegenübergesessen hat. Ja, oder dass man zu dem Zeitpunkt dem Klienten nicht die Hand geben durfte. Das diskutieren manche Analytiker heute ja noch, ob das legitim ist oder nicht. So, und das hat was mit dem Konzept der Übertragung zu tun, was die haben. So, und die Humanisten haben dann eben gesagt, okay, der Mensch wird in der Begegnung zum Ich, also am Gegenüber nach dem Buber'schen Leitsatz. Also ich erkenne mich an dem Anderen im Kontakt. Und Kontakt passiert, was ich heute schon auf der Bühne andeutete, an der Grenze.
passiert nicht, wenn ich die Grenze verleugne und einfach wegrenne oder drüber wegspringe. Das machen ja viele. Die nehmen ihre Grenzen gar nicht mehr wahr und sind dann weder im Kontakt mit sich selbst noch mit dem anderen. Dann ist das, was dann kommt, eine Lüge. Das ist also eine falsche Form von Kontakt. Der Kontakt kann immer passieren, wenn ich mich mit meinen Begrenzungen, die wir alle irgendwo haben, bis zu einem gewissen Grad, wenn ich mich da wahrnehme und in diesen Begrenzungen auch ernst nehme. So, und es gibt eben viele Begrenzungen, die sind halt, ich sag's mal, programmiert und sind uns auch auferlegt und über die kann man auch ein Stück weit hinauswachsen. Und es gibt welche, die sind eben inhärent in mir angelegt, aus meinen familiären Strukturen heraus, vielleicht aus genetischen Strukturen oder was weiß ich, ne? Also ganz viele, ne? Oder astrophysikalischen Strukturen, also so. Und wenn ich sage Potenzialentfaltung, dann geht es eben darum, das auch ein Stück auseinander zu dividieren und zu gucken, was ist denn jetzt, wo ist diese Grenze, ist die jetzt, ist das jetzt in der Tiefe angelegte oder ist es etwas, was so eine Art programmierte Geschichte ist, die man möglicherweise eben dann ausdehnen kann, überwinden kann und also darum geht es dann ein Stück weit auch. Genau. Ja, also was der Maslow eben halt auch erkannt hat, ist, dass Menschen, die sich selbst ernst nehmen in ihrer persönlichen Entwicklung und sich selbst verwirklichen, dass die eine Tendenz haben, was hier unten steht, sogenannte Gipfelerfahrungen zu erleben. Gipfelerfahrungen, da bin ich gerade in meiner Doktorarbeit dran zu forschen, sind die sogenannten Erfahrungen, die den Menschen über sich selbst hinauszeichnen. Früher dachte man immer, mystische Erfahrungen, die haben nur bestimmte Heilige, so. Irgendwie so Saulus zum Paulus vom Pferd gefallen oder so, ne? Und nur der hatte so, oder Franziskus oder, ne? Hildegard von Bingen war heute genannt, und andere oder Schamanen eben, die haben den Kanal und die anderen haben das eben nicht. So, und Maslow ist eigentlich der Erste gewesen, der so prägnant das formuliert hat und auch erkannt hat, dass alle Menschen letztendlich diesen Kanal haben und diesen Zugang dazu haben. Und dass wir alle letztendlich auch in diesem Sinne, wie David Steindl-Rast, dieser Benediktiner und Psychologe, sagt, jeder Mensch ist ein Mystiker. Also das Buch ist ja gerade erst ins Deutsche übersetzt worden vor kurzem und David Steindl-Rast hat da das Vorwort geschrieben. Also im Englischen hieß das Peak States, Peak Experiences und Deutsch ist halt eben, jeder Mensch ist ein Mystiker. Genau. Und dass im Grunde der Mensch, wenn er an seiner Selbstverwirklichung arbeitet, dass er dann eben diese Durchbrüche und dieses andere, also transpersonal, bedeutet ja, wir haben die Person, die Persönlichkeit, den Charakter, die Ich-Struktur oder Persona, die Maske, ja, und das das Trans ist eben das hindurch, drüber weg scheinen, hindurchscheinen, drüber hinauszeichnen. Das ist eben das, was über diesen Rahmen, über diese Box, die wir Ich nennen oder unseren Charakter nennen, was eben darüber hinausgeht. Und wenn jemand auf einmal im Wald steht und boom, ist irgendwie 2 Stunden auf dem gleichen Platz stehen geblieben und hat das Gefühl, er ist eins mit dem Baum oder der Blume oder dem Lichtstrahl, der da durch die Blätter bricht oder dem Wasser, was da fließt, dann hatte er eine sogenannte transpersonale Erfahrung gemacht, die über sein Ich hinausgewiesen hat. Das ist eigentlich genau das, was Schamanen auch in ihrer Heilarbeit ständig erleben oder praktizieren.